Der Business Club Kaltenkirchen feierte sein 10-jähriges Jubiläum unter dem Motto Alleine stark, gemeinsam stärker. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt Egno. Im Oktober 2006 wurde der BCK gegründet und lebt bis heute durch seinen wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang miteinander. Aus den damaligen Existenzgründern und Einmannbetrieben wurden Unternehmen, die sich vor Ort regional wie deutschlandweit etabliert haben. Ich habe den Business Club gleich zu Beginn meiner Amtszeit kennengelernt und der Business Club hat von Anfang an mir ziemlich glaubhaft vermittelt, dass sie ein sehr starkes Netzwerk sind von Geschäftsleuten, die sehr eng miteinander verbunden sind und eben die Einzelnen, die in diesem Netzwerk sind, auch stark machen. Und gemeinsam sind wir stärker, ist ja auch die Devise der Stadt. Weil einfach wir auch voneinander etwas haben, wir lernen voneinander, wir stärken uns gegenseitig. Und für Kaltenkirchen haben wir im Grunde genommen drei Organisationen, die sich um ja, das Geschäftsleben im Einzelhandel kümmern. Das ist der Business Club, das ist der Kaltenkirchener Ring, das ist das Stadtmarketing. Ich mache keinen Hehl daraus, ich habe mir immer gewünscht, dass alle drei möglichst eng miteinander zusammenarbeiten. Und der Business Club hat auch dort sehr enge Verbindungen aufgebaut zum Kaltenkirchenring, zum Stadtmarketing. Und ich hoffe, dass alle drei miteinander auch künftig sehr gut kooperieren, um das Netzwerk noch stärker zu machen, damit jeder Einzelne, der vielleicht manchmal auch etwas schwächer ist, auch eine Chance hat. Was ich Frau Potzins wünsche? Ja, ich wünsche natürlich weiterhin diesen Erfolg, den sie hat über 10 Jahre. Und dass sie auch dieses Feeling weiterhin behalten in diesem Club, dass ich spüre, es ist immer eine gute Stimmung da. Alle verstehen sich auch miteinander. Keiner ist irgendwie gegeneinander unterwegs. Und das ist einfach ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass es solche Vereinigungen gibt. Und ich wünsche ihr noch viele, viele Jahre Erfolg in diesem Business Club, aber eben auch Erfolg mit den anderen hier in Kaltenkirchen, wichtigen Akteuren des gesellschaftlichen Lebens. Doch stolz jetzt, muss ich sagen. Und vor allem, weil so nette Menschen kommen, mit denen wir eben halt öfters im Monat zu tun haben, ja auch wenn man sich manchmal nicht sieht, aber es sind auch ganz lange, also seit Beginn eigentlich schon dabei und ein paar neue kommen auch immer dazu und es ist einfach toll. Wir haben uns alle Mühe gegeben, dass sie sich heute wohlfühlen. Ja, aufregend, das erste Treffen, man weiß gar nicht, was einen erwartet. Das war damals im Landhotel Dreiklang und da waren wir vorwiegend Frauen. Auch ein, zwei Männer dabei, die Interesse hatten am Netzwerken. Am Anfang waren wir alles Existenzgründerinnen. Heute sind wir doch, sage ich mal, gestandene Unternehmerinnen, haben viel gelernt in den 10 Jahren und das Netzwerken hat unheimlich geholfen dabei. Auf alle Fälle weitere Zusammenarbeit mit der Stadt, mit dem Seniorenbeirat. Wir müssen irgendwie alle was zusammentun, damit wir gute Sachen schaffen. Einer allein kann das nicht. Weil ich das eine ganz tolle Sache finde, um überhaupt, Veranstaltungen hier in Kaltenkirchen ein bisschen voranzutreiben und auch Menschen zu vernetzen. Auch muss nicht immer firmengleich sein, sondern auch die persönlichen Vernetzungen finde ich ganz toll. Und darüber entstehen manchmal unheimlich schöne Dinge, um ja weiterzuentwickeln auch. Die Mitglieder des BCK haben Ausdauer, Mut und sind begeisterte Unternehmer und Unternehmerinnen. Getreu dem Motto, allein stark, gemeinsam stärker. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt Egno. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-nord.de.